Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ich habe jetzt mehr als 300 Stunden Spielzeit. Season 1 ist so gut wie vorbei. Und ich habe mir gedacht, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal ein Fazit zu ziehen zu Skull and Bones. Vor allem auch, weil jetzt gerade das Spiel für 50% weniger angeboten wird und bestimmt der ein oder andere von euch gerade überlegt, soll ich jetzt endlich mal zuschlagen oder nicht? Und ich glaube, da kommt das Video hier ganz gelegen. Ich hatte überlegt, sowas wie eine Pro-Seite und eine Kontra-Seite mit einer Auflistung zu machen. Das werde ich hier in dem Video aber nicht machen, sondern ich werde ein bisschen darüber sprechen, wie mein Gefühl ist oder war im Early Game, im Mid Game und dann auch im Endgame. Ich glaube, das bringt mehr als jetzt stumpf zu sagen, ey, das ist positiv an dem Game und das ist negativ an dem Game. Das werde ich durchaus noch hier und da anbringen, aber ich wollte jetzt nicht so eine 0815 Auflistung machen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Early Game. Ich denke, das Ganze macht auch Sinn, das so aufzulisten, weil dann merkt ihr auch ganz deutlich, was für mich die Stärken und die Schwächen von Skull and Bones sind. Wenn ihr das erste Mal ins Spiel startet, dann habt ihr erstmal sowas wie Tutorial, habt das größte Schiff und könnt erstmal schauen, ey, wie ist das Kampfsystem, wie kann ich mich bewegen, hin und her. Es wird ein wenig zur Story erzählt und dann landet ihr auf einer Insel und müsst quasi euch von nichts wieder hocharbeiten zum Piratenfürsten. Und das ist auch so ein bisschen das Gimmick vom Spiel. Und zwar sich einen Namen zu machen, ähnlich wie es zum Beispiel in den alten Need for Speed-Teilen ist, und die Liste hochzuarbeiten und immer ein größerer Pirat zu werden. Und hinter diesen Leveln des Piratendaseins verstecken sich dann auch neue Inhalte, neue Schiffe und auch neue Waffen. Und wenn ihr startet, dann startet ihr erstmal hier mit dieser DAO. Finde ich eigentlich ganz cool im Early Game. Ihr könnt ein wenig verschiedene Haiarten, verschiedene, ja, Seemonster, ja, Seemonster ist der falsche Begriff, aber Haie, Krokodile und so weiter angreifen und auch looten und auch die ersten Schritte auf der Welt machen und habt auch die Mission, zur ersten großen Insel zu fahren, dem Ankerpunkt vom Game, sage ich mal, wo das meiste stattfindet, und zwar St. Anne. Das seht ihr hier gerade im Hintergrund, davon fahre ich gerade weg. Und auf dieser In dieser ersten Stadt geht es dann das erste Mal los mit der Hauptmission. Ihr trefft den ersten wichtigen NPC. Und einmal, was ich hier zeigen wollte, ist, dass man halt auf der DAO die Möglichkeit hat, anzugreifen. Und zwar mit so einem Speer. Und das geht zum Beispiel nur auf der DAO. Und ich fand das eigentlich am Anfang ganz cool, dass man auf der DAO, also auf diesem allerersten Schiff, womit man im Prinzip nichts machen kann, die Möglichkeit hat, zu jagen. Und die meisten haben sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass man vielleicht auch angeln könnte hier von der DAO aus, weil es sich echt cool anbieten könnte, wenn man hier im First-Person-Look von der DAO ein wenig rumlaufen könnte und dann angeln könnte. Das geht leider nicht, aber hier hat man seine ersten Schritte. Und gerade im Early Game, wenn man dann das erste Mal auf der DAO ist und den ganzen Ozean vor sich hat, ist schon ein sehr cooles Gefühl. Und wenn man dann das erste Mal hier auf der St. Anne ist und die erste Mission bekommt zum ersten größeren Schiff und auch die Schiffe dann immer größer werden und man immer stärker wird, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl und ja, macht einen auch so ein bisschen süchtig. Wo ich gerade hier über das Early Game spreche, vielleicht auch eine ganz wichtige Information: Es gibt eine 8-Stunden-Demo. Das ist das komplette Game von Skull and Bones, das heißt für alle Neulinge, ihr könnt Skull and Bones 8 Stunden lang testen, das komplette Early Game spielen und danach erst entscheiden, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder nicht. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache, was ich so in anderen Spielen auch nicht kann. Wenn ihr das erste Mal hier auf St. Anne ist, habt ihr, wie gesagt, viele, viele neue NPCs, könnt viele neue Dinge machen und das ist am Anfang ein bisschen überwältigend, weil ihr im ersten Moment denkt, oh mein Gott, gibt es hier viel zu tun. Das ändert sich dann später im Endgame, aber gerade im Early Game ist das schon sehr cool, wenn ihr das erste Mal beim Schmied seid und euch anschaut, wie viele verschiedene Waffen es gibt und verschiedenen Waffenstufen, seid ihr erstmal ein wenig überfordert und ja, könnt es gar nicht erwarten, die ganzen Waffen hier auszuwählen. Das ändert sich auch wieder am Endgame, da werde ich dann später was zu sagen. Aber hier erst mit diesen ganzen verschiedenen Versionen überfordern einen erstmal. Und ich glaube, da spreche ich für die meisten im Early Game, wenn ihr das erste Mal die ersten Schritte hier macht, ist das schon sehr cool. Wenn ihr dann ins Midgame kommt, die ersten Schiffe ausgewählt habt und vielleicht auch schon zur nächsten Insel gefahren seid, die rote Insel abgeklappert habt, das erste Mal in Afrika wart und dann rüber geht nach Indien und dort nach Telok Penjara kommt und dort dann das erste Mal eines der größten Schiffe bekommt, dann seid ihr Midgame
Und dann habt ihr das Allermeiste eigentlich schon gesehen. Dann gibt es später noch ein paar Sachen, die es im Late Game gibt, aber ihr habt alle Schiffe gesehen, beziehungsweise wisst, woraus bei den Schiffen ankommt. Ihr habt die allermeisten Waffen gesehen, ihr seid schon in der Storyline sehr weit fortgeschritten und habt schon die ersten Überfälle auf dem Fort gemacht, Kämpfe, MMO-Stuff, das heißt Multiplayer-Zeug und so weiter und so fort. Und ich glaube, im Midgame, da ist gerade so der fette Fisch, wo es am meisten Spaß macht. Man kriegt immer stärkere Waffen, man macht die ersten legendären Überfälle, man hat die ersten Multiplayer-Erfahrungen gesammelt und hat auch die ersten coolen Schiffe gesammelt und ist dabei, alle Waffen auf den höchsten Level zu bekommen. Und irgendwann werdet ihr hier im Ruhm den Piratenfürst erreichen und dann öffnet sich das große, in Anführungsstrichen große Endgame vom Spiel. Und ihr habt die Möglichkeit, Manufakturen zu bekommen. Denn es gibt eine besondere Währung in Skull and Bones, die nennt sich Achterstücke. Und mit diesen Achterstücken könnt ihr im Schwarzmarkt verschiedene Sachen kaufen. Unter anderem sehr, sehr starke Baupläne, sehr, sehr starke Waffen. Und diese Achtermünzen, das ist eigentlich das, worum es sich im Endgame dreht. Diese Achtermünzen könnt ihr mit verschiedenen Aufträgen bekommen oder auch mit sogenannten Manufakturen. Und diese Manufakturen ist quasi das Herzstück des Endgames. Und mit diesen Manufakturen könnt ihr passiv Achterstücke, ich sitze genau davor, generieren, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Und im Endgame habt ihr dann quasi die Aufgabe, diese Manufakturen hier immer wieder zu starten, mit Silber zu finanzieren und dann, wenn sie voll sind, abzuklappern und diese Achtermünzen nach Hause zu bringen. Da gibt es dann noch Wetten und so weiter, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist im Prinzip das Endgame. Und was soll ich euch sagen? Dieses Endgame wird spätestens, nachdem ihr Rote Insel auf maximalen Level habt, sehr, sehr langweilig. Als ich zu Beginn noch teilweise sehr früh morgens aufgestanden bin und richtig freudig meine Manufakturen wieder gestartet habe und die erste Achtermünzenrunde gemacht habe, um die Manufakturen wieder aufzuleveln, muss ich sagen, dass sobald ihr die Manufakturen auf 8, 9, 10 habt, das sehr, sehr, sehr öde wird. Dazu kommt auch noch die Bestenliste, die es hier gibt. Die könnt ihr finden hier in eurem Ruderclub. Das ist jetzt auch nicht so wichtig fürs Fazitvideo, aber dass ihr es mal gesehen habt. Es gibt sowas wie eine Bestenliste. Und am Anfang war man noch echt Feuer und Flamme, hier aufzusteigen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, so 3, 4 Wochen nicht mehr Achtermünzen eingesammelt und bin jetzt im saisonalen Bestenlisten-Tableau immer noch auf Platz 250. Und ich hatte da mal ein Video zu gemacht zu der Bestenliste, dass das ein ganz schlechtes System ist. Aber ja, du, dass ich mal gehört habe, dieses Bestenlisten-Feature und dieses Achtermünzen-Feature wird euch nach einigen Tagen wirklich zum Hals raushängen und macht auch wirklich gar keinen Spaß mehr. Und dann ist das mit dem Endgame auch schon vorbei. Wenn ihr alle Waffen habt, wird euch auffallen, oh, die Waffenklassen, das ist gar nicht mehr so viel. Die Schiffe sind auch nicht mehr so viel, weil ihr im Endgame nur noch 4, 5 Schiffe nutzen könnt, die sich lohnen. Alle kleinen Level-Schiffe könnt ihr eigentlich im Endgame nicht mehr nutzen, um die hohen Burgen und hohen Gegner zu besiegen. Die kleinen Waffen, was ein bisschen trügerisch ist, könnt ihr nicht mehr nutzen. Es gibt ungefähr 8, 9 verschiedene Waffenarten, wovon ihr auch im Prinzip immer nur 2, 3, 4 unterschiedliche nutzt. Also das Endgame, das Early Game ist so viel. Im Midgame wird es dann ein wenig enger und im Endgame habt ihr nur noch ganz wenig zu tun. Und das ist auch mein großer Negativpunkt von Skull and Bones. Wo ihr zu Beginn noch die ganze weite Welt vor euch habt, ihr müsst alles erforschen, ihr erforscht jede neue Insel und ihr habt richtig, richtig viel zu tun. Im Midgame, wenn ihr dann anfangt, dass ihr alle die Karte schon aufgedeckt habt, ihr habt alle Schiffe oder zumindest fast alle, ihr wisst, welche Waffenklassen es gibt und kommt so langsam aber sicher ins Endgame, dann fängt es an, dass das immer, immer enger wird mit dem, was ihr zu tun habt. Und ein großes Manko ist dann einfach im Endgame, dass ihr nichts mehr zu tun habt. Weder im Multiplayer noch im Singleplayer. Die Hauptquestline ist relativ kurz und wenn ihr die abgeschlossen habt, gibt es ja auch nichts mehr zu tun. Das Endgame fokussiert sich wirklich nur noch darauf, Silber zu sammeln, Cosmetics zu sammeln und diese Achtermünzen zu sammeln. Mit den Seasons kam und kommt leider auch nicht so viel neuer Stuff mit rein. Wir haben ein neues Schiff bekommen mit der Season, zwei neue Waffen und drei neue Rüstungen, was relativ
dünnes, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe, dass für Season 2 da viel mehr Content reinkommt. Nicht nur Content in Form von Waffen und Schiffen, sondern auch Content mit To-Dos, die wir auf der Welt zu tun haben. Weil, wenn ihr euch mal anschaut auf der Karte, gibt es ganz, ganz verschiedene Inseln, die man bereisen kann, wie hier zum Beispiel den zerstörten Leuchtturm. Da kann ich mal zum Beispiel hingehen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass diese ganzen Inseln sehr schön ausstaffiert sind, man auf diesen Inseln aber nichts zu tun hat. Ihr werdet im Endgame keinen dieser Inseln mehr besuchen und irgendwas Neues entdecken. Alle diese Inseln sind komplett useless und es tut mir fast schon leid, für die Designer und Entwickler, die diese einzelnen Inseln hier designt haben, die wirklich sehr, sehr schön und abwechslungsreich sind, weil es dort einfach nichts zu tun gibt. Abschließend muss ich dann auch noch mal ein Wort zu den Bugfixes und immer noch vorhandenen Bugs im Spiel sagen. Das Spiel ist jetzt über 2 Monate alt und hat leider immer noch recht viele Bugs. Mit jedem neuen Update kommen auch irgendwie neue Bugs rein. Das muss ich echt sagen, auch wenn viele Bugs schon gefixt wurden, es gibt immer noch viele Bugs im Game und ich hoffe, dass Ubisoft da mit den nächsten Wochen und Monaten und nächsten Patches und mit der nächsten Season im Juni dann endlich das Game so weit hat, dass man sagen kann, dass es bugfrei ist. Die Frage ist jetzt natürlich auch, würde der Lou euch das Spiel empfehlen? Und die Antwort ist ganz klar ja. Ihr habt bis ihr überhaupt im Endgame kommt, so viel zu tun im Early- und Midgame. Und das dauert alles so lange und hält euch so lange am Laufen, 50, 60, 70 Stunden, bevor ihr überhaupt dazu kommt, im Endgame die Achtermünzen zu sammeln und die Saison zu spielen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, für jeden, der das Setting mag mit den Schiffen, der gerne auf See ist, der die Shanties mag, der das ganze Setting und auch den Grafikstil mag, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist ein sehr, sehr schönes Game und ich hatte auch wirklich viele, viele Stunden Spaß damit. Aber, ganz großes Aber, ihr werdet nicht ein Spiel vorfinden, was ihr unendlich lang spielen könnt, was man ja bei einem Live-Service-Game wahrscheinlich erwarten würde und beim MMO. Ihr werdet irgendwann einen Punkt erreichen, wo ihr euch fragt, ey, wieso mache ich das Ganze eigentlich noch? Und werdet nichts mehr zu tun haben. Wenn man das im Hinterkopf hat und sich mit dem Gedanken abfindet, dann ist es ein sehr, sehr cooles Game. Ich habe immer wieder gesagt, ungefähr so eine 8 von 10 Punkten würde ich dem Game geben. Das bedeutet, wenn ihr das Early- und Mid-Game mitnehmen wollt, auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Im Endgame lässt es dann wirklich stark nach und gibt euch nicht mehr so viel zu tun. Wenn ihr noch mehr zu Skull and Bones sehen und hören möchtet, dann checkt auf jeden Fall mal den Kanal ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe richtig, richtig viele Videos zu Skull and Bones schon gemacht, mit verschiedenen Guides und mit verschiedenen Events und so weiter. Wenn ihr da mehr sehen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen und mal die anderen Videos abchecken. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.